Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Random und einer neuen Runde mit unserer Priesterarena, die immer noch nicht vorbei ist. Zwei Wins, eine Niederlage. Stehen wir aktuell und das ist eine viel bessere Hand als die Hand, die wir gerade hatten. Genau. Und ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass der nicht die legendäre Waffe hat von Schurke, weil sonst ist jetzt eigentlich schon fast ein Insta-Lose. Also die ist echt, also wenn er da mindestens drei Verzauberungen Das drauf hat, Licht ist beschützt quasi mich. Game over. Also ich finde, das ist eine der besten Karten im Spiel. Aber hoffen wir einfach mal drauf, dass er sie nicht hat. Genau. Jo, ansonsten, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, wie das Deck war. Ja, ja, es war, glaube ich, gut gemixt. Genau. Ein paar gute Diener, also ein paar hohe. Aber ich glaube, das hier war wiederum mit der Beste, ne? Und ich glaube, den 8, 8, 8 Leben wiederherstellen haben wir, oder? Oder war das im letzten Deck? Ich glaube, es war sogar in dem. Junge, Runde 2, jetzt komm. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ist ja die Frage, soll ich den auscoinen oder soll ich einfach warten? Na, ich spiele lieber das. Er hat den Messerjongleur, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen in der Arena. Allgemein spielt den eigentlich niemand mehr. Okay, die drei hat er im Deck. Ich glaube, ich nehme sogar die Königswache. Die könnte später mal ziemlich nice werden, falls was Heftiges oder was Krasses. Das ist quasi das Gleiche. Aber ja, wenn er was mit Sport oder so ausspielt. Ah, nice, er kann eh nichts ausspielen, passt. Wenn wir den Kürbis haben wir, glaube ich, auch drin, genau. Also live wiederherstellen ist eigentlich nicht so ein großes Problem. Das sollte eigentlich kein so großes Problem sein. Aber ja, ich glaube, sowas besser. Jetzt haben wir die Coin noch. Jetzt haben wir die nicht verschwendet. Oder wir hoffen mal, dass es besser war. Bei der finde ich es eigentlich, weiß nicht, so geil finde ich die an für sich. Also der Effekt ist schon ultra nice. Aber eigentlich wäre es viel besser, wenn das Dina mit 3 Angriff wäre. Also mit 2 Angriff ist halt die Auswahl extrem klein eigentlich, was du da übernehmen kannst. Muss man einfach mal so sagen. Na gut, andererseits wäre es vielleicht doch wieder zu stark. Wobei mit für 6 Mana 4-5 ist eigentlich schon ziemlich schlecht. Oh, damn. Ja, RIP, gegen 4 Angriff kann ich nichts machen. Erstmal fett Todesröcheln ausspielen. Aber das ist nice, da kriege ich 2 Karten, wenn die draufgehen. Das ist schon nicht schlecht. Vor allem, weil ich jetzt nichts mehr Gutes auf der Hand habe. Jetzt soll ich nur noch Sachen auf der Hand, die ich hier nicht ausspielen kann. Und das ist. Oh, hoppla, no. Jetzt habe ich mein Headset aus Versehen rausgezogen. Das scheiß Kabel hat schon wieder geklemmt. Oh nein, als ob er das hatte, ey. Willst du mich verarschen? Ach, übertreib halt komplett, ey. Ich weiß, ich hätte jetzt auch die auscoinen können und mir den holen können. Aber ganz ehrlich, was hätte es mir jetzt groß gebracht? Weil ich coin lieber hier den aus oder theoretisch sogar den als die. Für einen 2-4-Vieh, wovon ich nichts habe, was er einfach angreift, dann ist down und dann muss ich, also, wo im Endeffekt eh nur hin und her getradet wird, also. War aber vielleicht auch ein Fehler, vielleicht hätte ich es machen sollen. Na, ich weiß ja eh nicht, was er auf der Hand hat. Ich bräuchte mal diese Tools, wo du genau siehst, was für Karten er schon gespielt hat und sowas, ja. Aber es geht auch ohne. Ist ja eher das Random eigentlich. Der lässt sich so übertrieben viel Zeit. Das ist jedes Mal so. Ich verstehe es ja nicht. Wir sind bei 2 Wins und einer Niederlage. Ich meine, wenn du bei einer 10er Arena bist oder bei einer 7-8er Arena, okay, dann sage ich mal, gut, dann lässt man sich vielleicht schon mal eher Zeit. Aber Alter, doch nicht bei so einem Scheiß. Aber jetzt ist echt ziemlich nice. Gut, dass ich gewartet habe. Jetzt hole ich mir nämlich den da. Das ist extrem geil. Lasst mich eure Meinung ändern. Ich muss es zurücknehmen mit dem. Bringt eigentlich nicht so viel.
Muss ich wohl oder übel zurücknehmen? An die Karte kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Stimmt, die hat man drin, gell? Die ist eigentlich nicht schlecht jetzt. Wenn er jetzt was Lowes oder so ausspielt. Er hat fast noch gar nichts ausgespielt, allgemein. Zwei Diener, glaube ich, ne? Oder? Ne, drei Diener am Anfang noch, die eine. Ah, nein, stimmt gar nicht, sondern schon vier. Ach, ne, halt die Schnauze, es waren vier Diener. Den einen habe ich ja noch vernichtet. Was entdeckt eine Kopie eines was? Die Karte kenne ich noch gar nicht. Entdeckt eine Kopie eines Dieners? Mit Kampfschrei. 1-1-1-1 quasi. Okay. Ich könnte die ausspielen und den da vernichten. Ja, das mache ich glaube ich auch. Damit kriege ich nämlich sein ganzes Board jetzt. Und alle meine Diener überleben. Hoffen wir mal, dass er jetzt kein Board Clear hat. Irgendwie mit alle Diener einen Schaden oder zwei Schaden. Beziehungsweise zweimal alle Diener einen Schaden. Alle Diener zwei Schaden hat Schurke, glaube ich, sogar gar nicht. Höchstens das mit Echo. Oh, das wäre jetzt mies. Oh, wenn er jetzt die Echo zwei Schadenkarte hätte. Oh oh. Ah, jetzt hat er lauter Low Mana Scheiße oder was. Wow, okay. Ach, so ein übertrieben. Ey, ohne Witz, so ein übertriebenes Glück, Alter. Lächerlich. Lächerlich. Soll ich den ausspielen oder die? Die wird er jetzt safe clearen, aber bringt ihm eh nichts, weil ich habe jetzt schon so viele Karten auf der Hand und er hat nur noch drei Karten auf der Hand. Also eigentlich habe ich ihn jetzt schon ziemlich in der Hand. Und ich habe noch Verstandraum, da kriege ich ja nochmal drei Karten. Also wenn er die jetzt cleart, ist nicht so schlimm. Ah, oh, fuck, ich hab vier Diener. Fuck, Gedankenkontrolleur. Halt deine... Alter, wirklich... So lächerlich, er kriegt Gedankenraub, Alter, von Halluzinationen. Manche Leute haben so ein abnormales Glück, das ist einfach nur unglaublich, ey. Ja, wir traden. Den jetzt. Boah, ich bin richtig im Zwiespalt, was ich machen soll. Ich glaube, ich spiele den. Oder, na, never mind, ich spiele den, oder? Ja, ich spiele den. Der einzige Vorteil von dem, wenn du ihn als Priester hast, ist ja, dass du ihn heilen kannst. Und wenn ich ihn dann irgendwann ausspiele und nicht heile, ist er für 6 Mana 5-6, ist ja voll scheiße eigentlich. Klar, jetzt hat er 8 Mana 5-8 gekostet, aber ist noch eher akzeptabel als andersrum. Vor allem wird er jetzt halt niemals 8 Schaden machen. Und ich kann dann nächste Runde den ausspielen und die Combo ausführen. Weil ich will nicht den direkt ausspielen, ohne ihn seinen Effekt genutzt zu haben, weil 7, 4, 9 ist auch mega kacke. Aber wenn er noch einen 3-3 herbeiruft, dann geht's wieder rum. Und wenn er die nicht sofort cleart, also nicht irgendwie direkt cleart, dann ist eigentlich eh schon GG. Also wenn ich mit dem Vieh 3-mal, 4-mal irgendwas herbeiruft, dann ist schon ziemlich gut. Okay. Mein Plan bleibt bestehen. Jetzt habe ich allerdings vier Diener. Oh Gott, Alter. Bitte nicht Gedankenkontrolle. Bitte nicht Gedankenkontrolle. Ich hasse das. Der Vorteil ist, er kann den Effekt eigentlich nicht wirklich nutzen. Sollte er wirklich den bekommen. Sollte überhaupt ein Gedankenkontrolleur kommen. Na, davon muss man immer aus. Man muss immer vom Schlechtesten ausgehen, anders kann man das Spiel eigentlich gar nicht spielen. Aber gut, selbst wenn du immer vom Schlechtesten ausgehst, wenn du dich einfach auf Zufall verlässt, dann kannst du eh nichts machen. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Ach du. Aber nee, Moment mal. Jetzt hat ihm jetzt eigentlich nicht mehr so viel gebracht. Na, eigentlich war das. Irgendwie, weiß nicht, das war doch nicht mal ein guter Zug eigentlich, oder? Hm.
Jetzt hat das Vieh 3-3. Oder wie viele Karten habe ich auf der Hand? 3, 6, 8. Ja, egal, ich riskiere es, dass er einen Gedanken. Aber wenn er einen Gedankenkontrolleur schon auf der Hand hätte, er ihn schon längst gespielt. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Okay, das ist chillig. Dann spiele ich noch den Trash aus, falls er wirklich irgendwas mit Gedankenkontrolle hat. Dann ist die Chance höher, dass er irgendeinen Scheiß bekommt. Nicht schlecht. Nice. GG's, Boys. GG's in the Chat. Na gut, aber ich hatte Glück, weil er hat nur Scheiße gespielt eigentlich. Aber er hat Gedankenraub bekommen. Was schon ziemlich lucky ist. Also, als Schurke, wo man sowieso schon so viele Karten zieht, klaut, bekommt und so und dann auch noch Gedankenraub kriegt, also das ist schon Glück. Wirklich. Ach nein! Warum immer gegen Priester? Ich hasse das so sehr. Es gibt nichts Schlimmeres als Priester, meiner Meinung nach. Also als gegen Priester zu spielen. Na, wenigstens wieder eine halbwegs gute Starthand, eigentlich. Wisst ihr noch, damit habe ich mich doch. Stimmt, damit habe ich mich doch letztes Mal selbst zerstört, quasi. Oder war das. Oder war das ich oder der Gegner, wo die gespielt hat? Ich weiß schon gar nicht mehr. Na, er lässt sich auch schon wieder gut Zeit. The Moose. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn wir jetzt verlieren und dann noch 3-4 Wins schaffen, als andersrum. Jetzt ist es halt schwieriger. Also wenn wir jetzt gewinnen, wird es halt immer schwieriger, aber mit einem Win sind die Decks dann meistens ziemlich gut und ich finde, unseres ist eigentlich nicht wirklich so gut. Beweist euch abschauen. Kann man das nur noch einmal machen mit dem Stein? Lol. Nee. Das ist jetzt so sinnlos. Ich greife jetzt ihn an, heil mein Vieh, er greift mich an und heilt sein Vieh. Das ist so sinnfrei einfach, das ist unglaublich. Oder er macht was anderes, wer weiß. Vielleicht macht er auch was anderes. Ach du Alter. Fuck off. Und jetzt hat er... Ey, das ist unglaublich, Alter. Diese Dreckskarte ist so scheiße, dieses Saronit. Die nehme ich nie wieder in meinem ganzen Leben, Alter. Ich habe sie zweimal gespielt und zweimal ziemlich quasi zerstört. Das wird jetzt genau wie die letzte Runde. Er spielt jetzt jede Runde was aus, nur durch diesen Terrawolf Alpha gewinnt er das gesamte Spiel. Ich schwör's euch, genauso wird's ablaufen. Das ist so richtig lächerlich. Wirklich, Alter. Und auch dieses, sowas finde ich so ätzend, Alter, wenn man einfach nur mit so einem Scheiß Zeit verschwendet in der fucking vierten Runde. Und sich selber heilt, wenn man Full Elf ist, Alter. Hahaha, Mann, bist du lustig, Junge. Jetzt bufft er den noch, Alter. Leck mich. Oh boy. Wobei? Lol. Er hat mir voll in die Arme gespielt. Okay, never mind. Das war ziemlich dumm von ihm. Finde ich. Verstehe ich ja nicht, warum er das jetzt gemacht hat. Das war voll unnötig, der Zug von ihm. Der hätte einfach warten können, eine Runde, bis er mit dem angreifen kann. Das ist ein Drache? Lol, ich wusste nicht mal, dass das ein Drache ist, Alter. Leck mich, ey. Die hasse ich so sehr mittlerweile. Hm. 6 Leben hat der, ne? Eigentlich wäre es besser, wenn ich die 3 ausspiele. Und dann erst nächste Runde den, dass ich den dann noch buffen kann mit den Bananen. Beziehungsweise ich heile ihn dann einfach.
Weil er kann ja nicht alle seine Diener heilen. Also einen. Willst du mich verarschen, Alter? Okay. We might have a problem here. Ja, das sieht nicht gut aus. Und am Ende ist ein Zug nicht, Alter. Die gehen mir so auf die Eier, diese Spieler, Alter. Hätte ich das nicht als erstes ziehen können, dann hätte ich mir den von Haus aus übernommen. Meine Fresse. Ich muss mal durchrechnen. Aber wenn ich die spiele, kann ich nichts anderes eigentlich mehr spielen. Wenn ich die spiele, habe ich eigentlich verloren. Aber andererseits, wenn ich sie nicht spiele, habe ich auch verloren. Na Mist, das hätte ich eigentlich vorher machen sollen, weil ich weiß ja nicht, welche Karte ich davon bekomme. Ich hoffe, er kann ihn jetzt nicht clearen, also nicht mit einem Zauber oder so. Weil dann müsste er zwei seiner Diener reinballern oder die Tante reinballern. Oder er geht einfach Face. Habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich dieses Spiel hasse? Scheiß. Scheiß die Wand an, ey. Das ist ja nicht mal knapp. Aber jetzt nochmal was aufspielen, dann ist schon vorbei. Also ich habe zwar noch den, aber es... Ach komm, willst du mich verarschen? Wie viel Glück kann man haben? Er zieht die perfekten Karten. Er hat die Drachen-6-Schaden-Karte. Er zieht die perfekten Karten. Richtig lächerlich. Richtig, richtig lächerlich. Entweder ich riskiere jetzt mehr, indem ich den zerstöre und den ausspiele und nur mit einem D gebe und nur plus eins gebe. Oder ich gebe ihm 9 Leben. Und bin damit relativ safe. Aber wenn er dann was hat mit 5, vernichtet der Diener mit 5 Angriff, ist vorbei. Andersrum hätte ich die. Na, bei andersrum verliere ich ja auch. Stimmt, wenn er die Karten. Ja, dann verliere ich ja so oder so. Ja, nee, ich verlasse mich jetzt auf den. Ich verlasse mich jetzt auf den. Oh, bitte habt nicht diese Karte. Aber gut, wenn er jetzt Heilige Nova oder so zieht, habe ich auch verloren. Ich habe nur noch ein Leben. Oh, bitte, bitte, bitte. Ach komm, leck mich, ey. Der hat so ein Glück gehabt. Der hat genau die Karten gezogen, Alter. Er hat noch 16 Karten im Deck, hatte 2 Angriffe vernichten. Wirklich. Das war jetzt aber noch richtig knapp. Wenn er das jetzt nicht gehabt hätte und ich hätte mich angefangen, ab nächster Runde zu heilen, hätte ich wahrscheinlich gewonnen, weil er keine Karten mehr auf der Hand hatte. Naja, schade gelaufen. Aber jetzt haben wir 3-2. Ich hoffe, dass wir noch mindestens auf 5 Wins kommen. Also 5 Wins ist immer so mein Minimumziel eigentlich. Dann sage ich mal, dann war es nicht. Dann war es okay, weil dann kriegt man einfach mehr, als man reingesteckt hat. Und ja, 5 Wins, sage ich mal, das ist nicht so peinlich. Alles unter 3 Wins ist für mich total peinlich. Genau. Auf jeden Fall, dann entscheiden. Macht's gut, rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.